Bidi Bidi Ba, euer Comic ist wieder da und die Hydra startet morgen, heute, je nachdem, ja, wann das Video halt kommt. Ich nehme gerade auf, es ist 0:07 Uhr, das heißt, es müsste dann schon fast heute sein, denn am 8.12. soll es jetzt soweit sein. Und ich dachte, wir gucken uns mal gemeinsam das Hydra-Video von Raid an, um so ein bisschen zu gucken, was können wir vielleicht daraus mitnehmen und lernen. Denn ich habe auch noch ein paar kleine Tipps für euch am Ende dann, die ich mir auch schon angeschaut habe, was man vielleicht noch beachten sollte, bevor man jetzt loslegt, auf die Hydra drauf zu trashen. Aber gucken wir mal ins Video von Raid rein. Hey everybody, welcome to a new update preview. Today we're tackling Hydra battles and there's a whole lot to talk about, so I'm just going to get into it. We'll start with Hydra rotations and the general structure of the battles. First, you'll be taking 6 champions instead of 5, lots of extra power. Okay, das wissen wir natürlich schon, dass wir 6 Champions nehmen können statt den normalen 5. Ich hoffe, ihr habt euch auch schon 3 Doom Priests vorbereitet. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie hier sehr, sehr nützlich sein könnte. Power. Second, once a champion has been used in a battle against the Hydra, you won't be able to use them again against this boss until the weekly reset. Haben wir natürlich auch schon schön den neuesten Champion, den man von der Hydra bekommen kann, freigeschaltet und auf 60, wie man so schön sehen kann, und plus 4 Champions, nicht so knapp. Alle, die hier im Kampf eingesetzt werden, sind schon plus 4. You get 3 battles a week, so get creative. Now, let's talk about the Hydra. It has heads. You'll be fighting 4 at once and each head will be unique, no duplicates. But while there are only 4 heads in the fight at a time, there are 6 heads total, and the other 2 heads are waiting in the sidelines. Every month will be a new Hydra rotation. It'll switch out each head's affinity and change the 4 starter heads. And when we have more than 6 heads to choose from, it'll also mean leaving some heads out of the rotation entirely. Okay, fighting the Hydra. When a Hydra's head HP hits 0, they're decapitated. This causes a decapitation effect. So, das Gute ist, was man jetzt auch vielleicht ganz gut sieht, wenn man eine Hydra köpft, kommt nicht mehr nur dieser Enthauptungseffekt ran, sondern der Kopf kriegt auch nicht sofort einen neuen Kopf. Das heißt also quasi, wir haben noch ein bisschen Zeit, quasi, wenn die Runde von diesem Kopf sozusagen dann rum ist, dann wächst der erst nach, kann dann nicht nochmal sofort was machen. Wenn das Rundenmeter sich füllt, wäre nämlich echt gemein. Wir köpfen den Kopf, Rundenmeter füllt sich und es ist schon gleich vorher nachgewachsen. Dann greift er nochmal mit dem neuen Kopf an. Nein, tatsächlich setzt er diese eine Runde aus und dann wächst erst der nächste Kopf nach. A special bonus that's unique based on which type of head you killed. Once a head's been decapitated, it leaves behind an exposed neck, which can still take damage. Lots of damage actually, so hit it with everything you've got before, you guessed it, the Hydra grows back a new head. Exposed necks are immune to buffs and nearly immune to poison debuffs. Okay, er sagt ja, man kann diesem abgetrennten Kopf quasi nochmal Schaden zufügen, aber er hat jetzt nicht gesagt, was es uns bringt, dem Kopf Schaden zuzufügen. Also wirkt sich das auf die LP aus, wenn der Kopf nachwächst? Hat er dann schon geringere Lebenspunkte? Wenn ja, wäre das natürlich günstig, wenn wir wissen, welcher Kopf nachwächst und dass wir den vielleicht als ersten mit ausschalten wollen. Wäre interessant. But everything else works just fine. Which head grows back is determined randomly. On easier difficulties, it'll probably be the same head you killed. But remember, there'll always be another 2 heads. And there's a chance, when an exposed neck grows a fresh head, it will be a different head than the one you originally killed. You'll need to improvise. Regardless of which head grows back, it will have a new Serpent's Will buff until the end of its first turn, reducing all damage it takes by 75%. All right, next up, let's talk about consumption. The Hydra eats people. Every so often, one of your champions will be marked with the mark of the Hydra. Later, one of the heads will straight up eat the marked champion. However, it'll take a few turns to digest them. Deal enough damage to the head while your champion is being digested, and it will vomit them back up. So, das heißt also, wir müssen den Kopf nicht abtrennen, sondern wir müssen einfach nur genug Schaden dem Kopf zufügen, der uns verschlungen hat, damit er sozusagen den Champion wieder ausspuckt. Das mit dem Verdauen und mit dem Fressen finde ich natürlich eine lustige Sache.
Haben wir auch in anderen Spielen schon so gesehen. Ist jetzt nichts Neues, aber es ist gut, dass wir den Kopf auf jeden Fall nicht komplett zerstören müssen, weil das echt bei den hohen Stufen bestimmt ziemlich schwer wird, vor allen Dingen, wenn recht viele Lebenspunkte da involviert sind. Das heißt also, ich denke, auf höheren Stufen läuft man halt große Gefahr, dass man öfter mal gefressen wird und den Champion nicht wieder bekommt. Darauf kann man sich dann schon wahrscheinlich mal einstellen. Ist natürlich schwierig jetzt zu sagen, welche Teams für was, aber das ist alles eine Sache des Ausprobierens. Take too long, though, and your unlucky champion will be consumed. That means they're dead, no revives, completely gone from battle. So if a champion gets eaten, hit the head responsible hard and fast if you want your guy back. All right, that's the Hydra in general. Let's talk about those six heads. First up, the head of Decay. Its default attack, Agonizing Jaws, targets whichever champion has the least HP, and puts a heal reduction debuff on them. It will also remove all debuffs from its fellow heads with Speed of Decay. Its almighty DK passive skill also messes with your healing. Any champion who gets healed will also have their max HP reduced by 15% of the heal, up to 75% of their max HP. Lastly, it can bring up a life barrier using its Rotten Ward skill. This cleanses the head with the least HP of all debuffs, then gives it a shield-like temporary HP barrier for several turns. This barrier can't be bypassed or removed. Damage the head to break the barrier, or the head will fully heal itself. As a bonus, if you do break the barrier first, it will stun the head it was protecting. The Head of Decay's decapitation effect, the thing that happens when its HP hit. Tja, es kommt halt auch so ein bisschen darauf an, auf welche Köpfe man in welcher Kombination trifft. Das ist natürlich eine gute Sache, wenn man diese Barriere durchbricht, um dann den Kopf, den es betrifft, zu lähmen. Ich sag mal so, er wird voll geheilt. Ja, spielt aber für uns nur eine Rolle, wenn es nicht gerade am Anfang des Kampfes passiert, weil dann würde mich die Barriere jetzt weniger interessieren als vielleicht der Kopf, den ich eigentlich angreifen will. Es gibt ja sicherlich auch andere Köpfe, wo ich sage, vielleicht will ich den zuerst loswerden. Und dann könnte es natürlich sein, dass dann so eine Barriere, so ein Schild verliehen wird und ich dann sage, ach, okay, lass sein, mache erstmal den anderen Kopf. Dann wäre das natürlich von Nachteil zu sagen, ich muss immer den angreifen. Also muss ich dann sozusagen schon strategisch verhalten hier. Hit Zero is a very handy heal. Your champions heal 30% of their HP, then recover half the max HP destroyed by Almighty Decay. Lastly, the Head of Decay has a passive that reduces all incoming AoE damage by 10% for all Hydra heads. Aber ich glaube, das haben fast alle Hydra-Köpfe, diesen passiven Skill, dass AoE, also Flächenschaden, reduziert wird, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Every Hydra head has this passive, so you can expect all your AoE damage to be reduced by 40% or more. We'll get to that. Secondly, the Head of Torment. This one is a bit more straightforward. Its default attack has a chance to place a fear debuff on the first hit, then follows up with a second hit against all champions with a fear of true fear debuff. The second attack, Curse Storm, is an AoE that hurts way more if your champions are under a bunch of debuffs. Das heißt also quasi, Debuffs entfernen ist keine schlechte Idee, weil meistens ist auch in den Skillbeschreibungen drin, kann nicht standgehalten oder geblockt werden. Und wenn wir nicht standhalten können oder blocken, dann müssen wir natürlich entfernen. Die meisten Debuffs sind nämlich entfernbar. Und deswegen sind solche Champions, die komplett Debuffs entfernen können, ziemlich gut. Das heißt, in jedem Team, das wir uns aufbauen, müssen wir einen Champion haben, der wenigstens alle Debuffs von unserem Team in irgendeiner Art und Weise entfernen kann und das auch recht schnell entfernen kann. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, dass ihr solche Champions definitiv benötigen werdet. Taking it down can be complicated. The Head of Torment automatically applies an unblockable, irresistible, true fear debuff on champions that attack it. Unless they have a perfect veil buff active, bring cloakers or a champion that can. Also perfekte Verschleierung gibt es natürlich einige Champions. Muss man jetzt nicht unbedingt jemanden haben, der alle Champions perfekt verschleiern kann. Gibt es natürlich auch Champions, die das können, aber es reicht vielleicht auch schon, wenn man Champions hat, die sich selber mit Skills verschleiern können. Einmal reduziert das ja sowieso unseren erlittenen Schaden und zum anderen kriegen wir da nicht diesen wahre Angst-Debuff drauf. Aber man hat ja auch nicht jeder eine Gräfin Lilithu. Wer das aber zum Beispiel noch ganz gut macht,
Das wäre Rektoren-Dref. Also wenn man so eine Rektorin hat, auch schon mal nicht schlecht. Cleanse debuffs to deal with this. The Head of Torment's decapitation effect cleanses all fear and true fear debuffs from your team and gives two random champions a perfect veil buff for two turns. Next up. Wäre jetzt übrigens nicht der Kopf, den ich wahrscheinlich zuerst angreifen würde. The Head of Blight. It has two AoE attacks. Its default, Dripping Jaws, attacks your entire team and places 3-5% poison debuffs, with a high chance of putting a leech debuff on top of that. Its other skill, Leeching Blight, also applies a 5% poison for a few turns and, if the champion has leech on them, immediately activates all poison effects. Toxic. That's not all. Its third skill, Blinding Smog, applies a new buff called Poison Cloud on its fellow heads, which makes all incoming hits count as weak hits and blocks all poison damage the heads would receive. Upside, this head is... Also das heißt, auch solche Buffs, die man entfernen kann, die den Schaden irgendwie verhindern oder erhöhen von den Hydra-Köpfen, solange sie entfernbar sind, jemanden, der Buffs entfernen kann, Buffs blocken kann, damit reinbringen. Also blocke Buffs, entferne Buffs, immer gut. Weak to fire. It takes double damage from HP burn debuffs, and if a head is under an HP burn debuff, it won't be protected by the poison cloud. Best of all, when you kill the head of Blight, its decapitation effect deals huge damage to any other heads under HP burn. Pro tip, you can use the Affinity Breaker set to bypass the poison cloud 20% of the time. Now, let's look at the main tank, the... Also hier schon mal ein guter Hinweis auf das Set. Allerdings ist das Set meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt besonders stark, aber klar, das ist nicht schlecht, um dann nochmal Zusatzschaden zu machen. Aber ich glaube, da muss man dann nicht unbedingt sich auf dieses Set verlassen. Es gibt sicherlich auch andere Wege, diese Poison Cloud zu umgehen. Hydra can bring to the field. The Head of Suffering. Its basic attack is simple. Crippling Jaws lashes out at all your champions and puts a weakened debuff on them, as long as they don't already have strengthen. Its second skill, Thirst for Pain, puts an ally protection buff on all other heads, puts a reflect damage buff on itself, and provokes your champion with the highest crit damage. Also auch hier blocken sollte man diese Buffs definitiv. Blocke Buffs oder Buffs entfernen. Sonst kriegt man hier wahrscheinlich ein Problem, vor allem mit dem Reflektiere Schaden. Aber an sich wäre das wahrscheinlich einer der Köpfe, den man versuchen sollte auszuschalten, damit einmal man nicht diesen Schaden reflektiert bekommt und zweitens nicht den Verbündetenschutz auf allen Köpfen drauf hat. Wenn sie schon weniger Flächenschaden und Giftschaden bekommen, sollten wir wirklich wenigstens dafür sorgen, dass sie sich nicht selbst sehr schützen können. It basically tries to rob you of your main nuker. Finally, ach ja, und wie es aussieht mit der LP-Verbrennung, stand ja auch drin, könnte es sein, dass es eine gute Idee ist, in jedem Team einen Champion zu haben, der wenigstens entweder einen Flächenschaden LP-Verbrennung machen kann oder einen Einzel-LP-Verbrennungs-Debuff setzen kann. Share Sufferings is where the Head of Suffering gets its name. It places a new debuff, Pain Link, on one of your champions, which causes them to take 15% of all the damage that the Head of Suffering takes. Fortunately, this debuff can be cleansed or countered. Ja, auch wieder entsprechend entfernen oder blocke Debuffs. Das funktioniert jetzt hier bei dem natürlich. Von daher auch wieder interessant, dass wir diesen aber entfernen können. Ich glaube, das Beste wäre hier auch gewesen zu sagen, blocke Debuffs, Buff lässt auch diesen Debuff nicht blockieren. Das wäre noch ein bisschen eine Herausforderung dann gewesen. Dann müsste man wieder glänzen. Aber es ist schon mal ganz gut, dass es nicht ganz so krass gemacht haben. With block damage or high resistance. Its passive skill, Almighty Suffering, increases all heads resistance by 50. And, even worse, its AoE damage reduction boost is 30% instead of 10%. While this thing is alive, AoE damage... Wäre jetzt natürlich mal gut zu wissen, wie viel Widerstand die Hydra generell hat, weil wir dann ungefähr wissen, wie hoch unsere Genauigkeit sein muss. Damage is reduced by up to a crippling 60% if you include the passives from the other three heads. Once you decapitate it though, your entire team gets a shield equal to 30% of their max HP, which can seriously come in clutch if you time it right. Next up is the thief of this Viper Pit, the Head of Mischief.
Its default attack, Thieving Jaws, targets the champion with the most buffs, then steals all those buffs along with 50% of the champion's turn meter. Ja, auch hier wäre natürlich Blocke Buffs sehr gut. Und die Frage ist, wie hoch ist die Genauigkeit von der Hydra? Kann ich gegebenenfalls mit genug Widerstand einfach sagen, okay, du kannst diese Buffs gar nicht klauen, weil mein Widerstand ist hoch? Ich habe jetzt gar nicht genau gelesen, müsste ich nochmal nachschauen, ob man dem nicht vielleicht widerstehen kann. Its second attack, Spoils of Mischief, spreads the pilfered buffs onto all other heads, setting their durations to... Ja, auch hier wieder Blocke Buffs. Two turns. Killing it can be quite the challenge. With its almighty Mischief passive, the head of Mischief has a 75% chance of redirecting any incoming attack to another Hydra head. The only way to prevent that is placing a Hex debuff on it, or try to rely on AoE attacks, which can't be redirected. Though the damage will be reduced, potentially by a whole lot, depending on the other heads you're fighting. Still, it's not hopeless. Your champions can resist the head of Mischief stealing their buffs, and they can remove those buffs from the Hydra if they... Okay, er hat's gerade gesagt, man kann dem Ganzen widerstehen. ...get spread around, or before they get spread in the first place. You can also put block buffs on this slithering thief, so even if it does go for your buffs, it will just remove them instead of stealing them. The Head of Mischief's decapitation effect causes all other heads to lose 100% of their turn meter. Und das wäre dann einer der Köpfe, wo ich sage, den könnte man zuerst angreifen. Und wenn man das Ganze richtig gut timet, bevor die anderen Köpfe sozusagen wieder dran sind, dann verlieren sie einen kompletten Zug, was natürlich ziemlich cool wäre. Which is awesome. Last of the heads is the Hydra's main damage dealer. You won't like that. Das heißt, der Main Damage Dealer sollte wahrscheinlich auch einer der Köpfe sein, den man versucht zuerst auszuschalten, damit man weniger Schaden bekommt im Verlaufe des Kampfes. Head of Wrath when it's angry, and it's always angry. Its default attack is pretty standard, hitting all champions hard and putting a 50% decrease attack debuff on everyone. Either block, cleanse or resist that. Ja, haben wir auch gerade gesehen, also er hat diesen Angriffsverringerer setzen wollen, hat aber bei einigen diesen Angriffsverringerer nicht setzen können. Wir haben keinen Block Debuff drauf, also mit genug Widerstand kann man auch dem scheinbar widerstehen. Debuff if you want to keep your damage up. Then the Head of Wrath does something unusual. It makes itself a target. Its second skill, Furious Roar, provokes your entire team for a turn and buffs itself with a 50% increase attack. Sadly, taking damage is how this head deals damage. Every time it gets hit, it builds up stacks of its vengeance counter. When it has 15 stacks, it activates Almighty Wrath, which gives it a block debuffs and reflect damage buff. Then a new super... Also auch hier wieder Blocke Buffs. Debuff wäre natürlich gut oder Buffs entfernen, weil wir wollen natürlich nicht, dass er einmal diesen reflektiere Schaden bekommt, dass er den Blocke Debuffs Buff bekommt. Ich weiß nicht, ob man diesen neuen Buff hier dann entfernen kann. Super strong buff called, you guessed it, Vengeance, which quadruples its attack power for a turn. Ja, und das wollen wir natürlich nicht. Aber die Frage ist halt wieder, kann ich den Buff blocken oder entfernen? Wenn ja, dann wäre das natürlich optimal. Then it hits you with all that quadrupled strength. And it still has Vengeance for its next turn on top of that. It won't build up stacks on its counter while Vengeance is up. But the downside is that the head will probably kill you with it. You'll want champions who can deal massive damage with single hit skills so they can minimize the number of stacks they add to the Vengeance counter. As well as healers or buffers who can put your entire team under block damage. The Head of Wrath's decapitation effect deals heavy damage to the rest of the Hydra. That damage is significantly increased if you can kill the Head of Wrath while it's under the Vengeance buff. And that's it for today, folks. Whew. Remember, the Hydra's heads might be dangerous on their own, but it's the combos that really make it deadly. It should be a tough and fun challenge, but the rewards will be worth it. We look forward to seeing how you tackle this new clan boss. Until then, don't forget to hit the thumbs up button and subscribe to the... Okay, also was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist einmal, man kriegt 3 Schlüssel, kann die ganze Woche, also das heißt, ihr müsst euch nicht morgen direkt auf die Hydra stürzen und alle 3 Schlüssel verballern, sondern ihr könnt erstmal in Ruhe schauen, was mit der Hydra los ist, könnt euch eine Strategie zurechtlegen, auch man muss die Schlüssel nicht vergeuden, es stand drin, wenn man den Kampf abbrechen will, hat man die Möglichkeit, das über einen Button zu tun, wo dann auch der Schlüssel nicht verloren geht, das heißt, ihr könnt also quasi trainieren und üben, müsst nicht die Schlüssel verbrauchen
könnt ruhig in Ruhe morgen erstmal abwarten, wann vielleicht wieder ein Video von Content Creatorn kommt über die Hydra, die vielleicht auf dem Testserver schon mal getestet haben und so ein paar Tipps geben können, was man vielleicht am besten mitnimmt in den Teams, welche Werte man von Geschwindigkeit, vom Widerstandswert und so weiter braucht, weil die sind aktuell auch noch nicht durchgesickert, soweit ich weiß, werden aber bestimmt spätestens morgen gedatamined werden. Von daher gehe ich mal davon aus, da kommt dann noch einiges mit Strategien, Werte, Geschwindigkeiten und was man nicht vergessen darf, ist natürlich die Belohnungen. Es ist wie beim Clan-Boss, der hat verschiedene Schwierigkeitsgrade. Das heißt, er fängt relativ einfach an, der Hydra-Boss. Wenn man einen, den ersten gekillt hat, dann wird der nächste freigeschaltet. Das heißt also, lasst nicht eure stärksten Spieler im Clan auf den einfachsten Boss gehen und den freischalten, sondern fangt erstmal an mit den schwachen Spielern. Macht vielleicht auch nicht alle sofort drei Schlüssel, macht erstmal vielleicht einen Schlüssel oder so und guckt, wo euer Schaden ist. Und ihr werdet ja merken, ist das jetzt schwer für mich, ist das jetzt leicht für mich? Wenn es leicht ist, vergeudet eure Schlüssel nicht. Wartet, bis der nächste Boss freigeschaltet ist, wenn möglich, und probiert euch dann an den, und wenn ihr dann merkt, ah, okay, der Boss ist jetzt dann doch schon hier meine Grenze, dann ist das wahrscheinlich der richtige Boss für euch oder einer drunter dann. Denn es kommt ja darauf an, wie viel Schaden der Clan einmal insgesamt macht und wie viel Schaden ihr macht. Das heißt, wenn man die Hydra auf der entsprechenden Schwierigkeit besiegt, bekommt man 2 Truhen. Wenn man die Hydra allerdings nicht besiegen kann auf der entsprechenden Schwierigkeit, man hat aber selber sozusagen gegen die Hydra gekämpft und den Schaden erreicht, den man für die Truhe benötigt, kriegt man nur eine Truhe. Also das heißt, ihr könnt natürlich wieder 2 Truhen bekommen. Dafür muss die Hydra aber dann besiegt sein auf der entsprechenden Schwierigkeitsstufe. Und wie gesagt, ansonsten müsst ihr natürlich den gewissen Schaden erreicht haben auf dieser Stufe. Und denkt dran, ihr habt halt nur 3 Schlüssel zur Verfügung. Das heißt also, ihr könnt ausprobieren, ihr müsst nicht alle Schlüssel gleich bei einem Kopf reinbuttern. Ihr könnt euch da als Clan eine Strategie erarbeiten, dass erstmal die einfachen Bosse von den Leuten gemacht werden, die vielleicht nicht ganz so stark sind, die dann aber trotzdem zum Glück dadurch vielleicht eine Truhe bekommen können. Und wenn es dann etwas schwieriger wird, dass dann die Leute kommen, die mehr schon Equipment haben, schon ein bisschen weiter im Spiel sind und stärkere Teams haben und sich dann da an den stärkeren Bossen sozusagen, an den stärkeren Schwierigkeitsstufen versuchen. Also wie gesagt, denkt dran, ihr müsst die Schlüssel nicht vergeuden, ihr könnt testen, der Schlüssel wird nicht abgezogen, wenn ihr vorher abbrecht. Das ist schon mal ein Vorteil hier bei dem Boss. Blocke Schaden ist ganz gute Strategie, unsterblich sicherlich auch. Blocke Buffs, blocke Debuffs, Debuffs entfernen, all das sind Sachen, die man hier mitnehmen sollte. Buffs entfernen, Debuffs entfernen. Und deswegen hatten wir ja letztens bei dem letzten 10-fach-Event auch Champions dabei, die dieses Blocke-Buffs größtenteils hatten. Also Blocke-Buffs, Debuffs, da war, glaube ich, Norok dabei. Da war, glaube ich, Lady Kimmy dabei. Also die machen auch alle Blocke-Buffs, Debuffs. Von daher wissen wir ja schon so ein bisschen Anhaltspunkte, auf welche Champion es hinauslaufen wird, die als Schlüsselfiguren hier herhalten müssen bei der Hydra. Und lasst euch nicht verwirren bei dem Video, dass sie in Runde 54 vielleicht nur 18 Millionen Schaden oder sowas gemacht haben. Ich glaube, denn die Werte, die auf den Champions hier drauf waren, waren jetzt nicht so besonders wahrscheinlich einfach. Das war nur fürs Video. Okay, ich denke, das sind erstmal die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben. Wir werden noch gespannt sein, wie es denn tatsächlich dann ist, gegen die Hydra zu kämpfen. Auf den ersten Stufen wird es vielleicht recht einfach werden, auf den oberen Stufen wird es dann richtig schwierig werden. Und ja, beherzigt bitte nicht den Ratschlag von Murder Inc. und verlasst sofort euren Clan, nur weil es bei der ersten Hydra in der ersten Woche vielleicht nicht so gut funktioniert. Das muss ich alles erstmal eingrooven. Ja, also es muss immer erstmal alles gefunden werden. Ich sag mal so, die Artefakte, die man dort bekommt von der Hydra, sind bestimmt gut für PvP-Content, aber man sollte sich jetzt auch nicht unbedingt der Illusion hingeben, dass man dann in der Platin-Arena besser dasteht, nur weil man mehr von diesem Equipment bekommt, weil ganz ehrlich, alle anderen Platin-Spieler, die weiter oben rangieren,
Die werden sicherlich alle Truhen abräumen, die sie bekommen können, immer jedes Mal bei der Hydra, und werden sowieso mehr Equipment als alle anderen haben davon. Von daher sollte man sich vielleicht nicht der Illusion hingeben, dann auch wieder mit diesen Spielern mithalten zu können, vor allen Dingen, weil die auch schon ganz andere Werte und Sachen da haben. Jo, okay, das war's dann aber auch von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ein Däumchen ist immer ein Träumchen. Schreibt ruhig eure Meinung zu Hydra mal unten in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüssikowski!